Guten Morgen nochmals an dieser Stelle hier beim JFD Live Trading TV. Nachdem wir ja heute Morgen schon das Devisenradar abspulten, wollen wir uns jetzt hier aber nicht dem FX-Markt, sondern vielmehr wieder dem DAX zuwenden, der sich hier möglicherweise aufmacht, einen Boden zu bilden, obgleich dafür sicherlich noch weitere Signale folgen müssten. Wir hatten uns den DAX ja gestern angeschaut und gingen davon aus, dass hier eine weitere Schwäche Einzug halten sollte. Das geschah auch letztlich. Wir gehen mal hier in den Stundenchart. Mit Aufgabe hier des Niveaus, wurde jetzt gestern der Fall leider nicht gespeichert, ist aber kein Problem. Mit Aufgabe des Niveaus von 11.500 Punkten ging es dann direkt schon am Nachmittag dann weiter bergab. Es gab hier zwar zwischenzeitliche Versuche der Bullen, das Ganze hier noch abzuwenden, aber schlussendlich verblieb hier dann nicht mehr viel von den Anfangsgewinnen. Wir hatten ja hier gestern Morgen einen schönen Auftakt. Ja, wie gesagt, war Abwärtstendenz in der Folge. Jetzt hier mehr oder weniger Stabilisierungsversuche und wir sind just über die Marke von 11.500 Punkten zurückgekehrt. Das war bzw. ist sehr interessant, denn das Niveau, was einst hier als Unterstützung fungierte, ist natürlich jetzt hier wieder kurzfristig zu einem Widerstand mutiert und jetzt mit diesem aktuellen Sprung darüber hat sich hier dieser Ausbruch nach unten natürlich gegebenenfalls abgeschwächt. Das könnte bedeuten, dass der Markt jetzt hier dann reif ist für doch wieder anziehende Preise. Das wird sich jetzt zeigen müssen, wie der Markt im Weiteren sich verhält, denn wir haben hier von den indikativen Preisen aus hier Vorbörse 21,7 und hier nochmal vorbörsliche Indikation 23,7 ein Abwärtstrend, an dem der Index jetzt hier mal zunächst abgeprallt ist. Da wird es jetzt spannend, ob wir hier wieder nach unten wegkippen oder der Index jetzt hier tatsächlich doch die Kraft aufweisen kann, weiter nach oben auszubrechen. Und hier darf gesagt werden, wenn wir über das Niveau von 11.550 bereits schon, beziehungsweise 11.560 Punkte wären noch ein Stück weit besser. Wenn wir darüber ansteigen, dann hat der Index ja durchaus Potenzial, weiter nach oben ran, rauszuziehen, 11.600 und mehr zu erzielen. Interessant dabei, wir hatten vorhin auch schon eine Analyse zum Euro-US-Dollar rausgeschossen und wenn denn hier die Tendenz sich weiter bestätigt, Euro-US-Dollar sozusagen schwach bleibt, dann ist natürlich die Annahme die, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, Euro-US-Dollar schwach, DAX stark, dass es hier dann entsprechend wieder Zugewinne gibt, die hier dann im Bereich von 11.600 sehr interessant werden könnten. Und wenn es darüber hinausgeht, dann eben das Niveau von 11.700 hier interessant werden dürfte. Also achten Sie mal hier auf diesen kurzfristigen Abwärtstrend, auf die Zone 11.550, 11.560. Oberhalb dessen wird es durchaus bullisch. Kommen wir natürlich hier nicht raus und haben mit dem aktuellen Stundenhoch jetzt hier einen Versuch gestartet, die Trendlinie zu attackieren, welcher scheiterte. Da muss man davon ausgehen, wenn wir hier nochmal unter 11.5 zurückfallen, dass sich dann hier der Abwärtstrend doch eher weiter fortsetzt. Die gestrigen Tiefs des Nachmittags, des späten Nachmittags hier eingeholt werden und dann praktisch auch hier ein weiterer Weg nach unten in Richtung der eigentlichen Zielzone der laufenden Bewegung, also hier 11.350, 11.400, Ausdehnung 11.300. Also hier dieser Bereich ist ja hier schon seit längerem als definierte Umkehrzone, Pullbackzone klassifiziert worden und insofern wäre das schon sehr, sehr schön, wenn der Index dahin zurücklaufen könnte. Doch wir sind hier nicht im Wunschkonzert und insofern müssen wir mal abwarten, was der Markt macht. Also kurzfristig, wenn die kurzfristige Abwärtsbewegung gebrochen werden kann, dann haben wir hier doch relativ schnell wieder steigende Preise und hingegen dann natürlich, wenn es jetzt doch wieder neue Tiefs gibt und wir unter 11.5 deutlich zurückgehen, dann sehen wir sicherlich nach wie vor den möglichen Test des Levels von 11.300 Punkten hier mal auf Tagesbasis. Der Wochentag selber, Sie wissen Bescheid, der Freitag beim DAX, der einzigste Tag, der ein Stück weit negativ daherkommt, und zwar hier mit 40%, also nicht der einzigste Tag, Dienstag ist auch schwach, aber der Tag mit der schwächsten Prognose, 40% positiver Schlusspreise ist nicht viel, gerade im Vergleich zum Donnerstag, der ist hier deutlich bullischer, wenngleich gestern hier natürlich auch nicht die Statistik zuschlug, mit einem ganz kleinen Minus, minus 0,07%. Das ist natürlich immer so eine gewisse Weise Abwägungssache, aber vor dem Wochenende, kann auch mit der Griechenland-Problematik der letzten Zeit zusammenhängen, wurden immer Gewinne mitgenommen. Dazu könnte es kommen, wenn der DAX nochmal unter 11.5 deutlich einbricht, dann haben wir sicherlich weiteres Abwärtspotenzial. Andererseits dürfte hier die Statistik einen positiven Impuls erfahren, wenn wir hier über 11.560, 11.550 herausziehen. Dann, wie gesagt, wird es auf Tagesbasis sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt hier nochmal den Intraday-Chart vom DAX. Links Indikation, rechts Xetra DAX. Und dann wollen wir mal sehen, wo hier die Maximumziele liegen. Von der Range her beide noch nicht mal die Hälfte der eigentlichen Range absolviert.
Der Xetra DAX bewegt sich rund 185 Pips, hier 93 Pips bislang. Und der Indikation bewegt sich bei 203 Pips, Punkten und bislang 105 Punkte absolviert. Also knapp das Doppelte darf hier durchaus nochmal draufkommen. Da sehen wir hier gerade bei der Indikation, die wir hier im Sinne des 24-Stunden-Handels gern nehmen, um sozusagen auch alle Bewegungen nachbörslich, vorbörslich mit einzufangen, haben wir hier oben sicherlich ein sehr, sehr interessantes Level, dass wenn wir hier über 11.545, das ist praktisch hier so das Hoch vom gestrigen Nachmittag, rausgehen, dann haben wir auf Stundenbasis das Niveau von, also den Abwärtstrend, da müssen wir uns jetzt mal rauszoomen, bei 11.540 Punkten. So, Trendlinie passen wir mal an. So, lassen wir das jetzt mal am besten. So. Und wenn es hier eben deutlich rausgeht, ja, 11.550, 11.600 Punkte, 11.560 Punkte, dann haben wir hier natürlich das Potenzial, nicht nur die Average True Range abzuarbeiten, 11.642 wären das dann im maximalen High, wenn wir die Daily Range abarbeiten im klassischen Sinne. Interessant wäre auch hier, dass wir das Vormonatshoch und das Vortageshoch als Widerstandslevel haben. Also hier, wenn es zum Ausbruch kommt, durchaus relativ schnell 70, 80 Punkte drin, die hier dann eben rein statistisch einen sehr, sehr guten Auswurf nach oben liefern, um hier praktisch dieses Level anzusteuern. Das ist allerdings erst der Fall, wenn wir hier eben ausbrechen nach oben. Denn wenn wir drunter bleiben, Risiko nochmal in Richtung Vortagestiefs zurückzufallen, das wären dann nochmal 80 Punkte nach unten. Und wenn es jetzt knüppeldick kommt, in Anführungszeichen, dann haben wir hier sogar das Niveau von 11.341 Punkten, was genau in der Zielrange liegt, die wir sozusagen seit langem schon im Fokus haben. Wenn es unter das gestrige Tief geht, mitsamt neuen Tagestiefs eben, könnte der DAX dann hier auch noch stärker zurückfallen. So, das mal hier als grober Fahrplan für den Index und mal sehen, wie der heutige Tag noch endet. Gegebenenfalls schalten wir uns hier nochmal am frühen Nachmittag rauf und schauen mal, was hier die Indikation der US-Indizes bzw. vielleicht dann auch speziell nochmal der DAX so treibt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Resthandelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.